Solltest du dich trotz dieser Situation, die wir aktuell im Markt haben, 2023 wirklich noch als Handwerker selbstständig machen? Darum geht's in diesem Video. Ja, du erlebst wahrscheinlich selber, viele, viele Betriebe haben gerade Probleme, viele sind am Neudeutsch strugglen und viele haben das Thema einfach, dass, obwohl die Betriebe schon 10, 15, 20 Jahre gut laufen, sie jetzt trotzdem in eine Situation kommen, die sie noch nie gehabt haben im Handwerk, ne? Auf der einen Seite mangelt es manchmal an Material, auf der anderen Seite fehlen die Mitarbeiter. Dann ist aber auch so, dass jetzt gerade wieder eine Zeit kommt, wo auch die Kunden nicht immer direkt Ja und Amen zu allen sagen, was man ihnen vorlegt und alles unterschreiben. Das sind verschiedene Punkte, die auch gestandene Handwerksbetriebe ganz schnell mal ins Wanken bringen können. Und jetzt überlegen sich natürlich ganz viele, die schon die letzten Jahre mit den Gedanken gespielt haben, sich selbstständig zu machen, sollte ich es jetzt wirklich machen oder sollte ich lieber warten? Und im Endeffekt ist es egal, ob du ein Bestandsunternehmen bist und jetzt einfach sagst, hey, du willst dich insgesamt verbessern, optimieren, oder ob du ein Unternehmen bist, was ja noch kein Unternehmen ist, sondern einfach nur jemand bist, der ein Unternehmen gründen möchte, also quasi noch ein Einzelperson bist, die Bock hat, was zu machen. Es gibt so ein paar Basics, die du einfach immer auf dem Schirm haben solltest und dann ist ja auch egal, in welcher Situation du das betrachtest, das wird immer dann sich zum Positiven wenden, wenn du diese Sachen wirklich im Griff hast. So, es geht ganz einfach los. Wenn du jetzt eine Firma gründest, solltest du dir das erste Mal Gedanken machen, was willst du eigentlich genau tun? Und ich erlebe ganz oft, oder wir erleben ganz, ganz oft, dass eine Person zu uns kommt und sagt, ja, ich bin Schreinermeister, ne? Und ich mache von Möbeln bis hin zu Betten, was ja auch irgendwie Möbel sind, bis hin zu Küchen, bis hin zu vielleicht auch mal draußen Carports, mache ich eigentlich alles. Und das ist möglich. Und kann auch dafür sorgen, dass du gerade in der Anfangszeit ganz gut ausgelastet bist, ist aber mittelfristig eigentlich kein wirklich sinnvoller Weg, weil im Endeffekt kriegst du das, was du als Selbstständiger irgendwann möchtest, Wohlstand, ne, beziehungsweise auch irgendwie Unabhängigkeit, kriegst du am ehesten über Positionierung. Leute, das Erste, was du dir mal klar machen solltest, für welche Kunden stehst du? Positionierung. Und für welche nicht? Ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Schreiner, der alle für alles macht, der wird sich niemals wirklich rausnehmen können, der wird niemals wirklich Angestellte bekommen können, weil es einfach sehr komplex ist, was er macht, weil es jedes Mal Individuallösungen sind und weil er damit schwer, ja, schwer sich selber systematisieren kann. Weil du kommst zwar in die Situation, auch ohne Positionierung, dass du Geld verdienst, dass du vielleicht auch Gewinne machst, dass du vielleicht auch sagst, hey, lebt sich ja gar nicht mal so schlecht, ist ja eigentlich ganz entspannt so als Handwerker. Aber du bist immer in der Situation, dass du natürlich dann auch sehr vergleichbar bist. Weil du bist halt nicht der Experte dann für Schränke, du bist nicht der Experte für, vielleicht sogar für individuelle Schlafzimmerschränke, du bist nicht der Experte für Betten, du bist nicht der Experte für Küchen, sondern du bist irgendwie der, der alles macht, der Bauchladen, ne? Und du weißt selber, wie es ist, Bauchladen hat verschiedene Nachteile, das können wir direkt kurz durchgehen. Zum einen sehr vergleichbar, weil man eben nicht positioniert ist, weil man nicht spezialisiert ist. Zum anderen, was auch ein ganz großer Nachteil von dem Bauchladen ist, ist es sehr komplex. Für dich ist es jetzt vielleicht gar nicht mal so komplex im ersten Schritt, aber spätestens, wenn du versuchen willst, einen Mitarbeiter einzustellen, das ist normalerweise von den allermeisten Leuten, die ins Handwerk gehen, die wollen auch mal Mitarbeiter einstellen. Es ist ganz schwierig, Leute zu finden, die wirklich alles können. Dann bist du genau wieder bei dem Fachkräftethema. Und viele machen sich dieses Fachkräftethema selber schwerer, als es sein müsste, indem sie sagen, okay, ich mache halt super viel, ich biete alles an. Dann brauchen sie den Experten, der auch alles kann. Und den finden sie halt schwer. Das heißt, man kann sich auch die Probleme irgendwo selber schaffen. Und das dritte Thema ist auch klar, du kommst einfach in eine mittelfristig in eine Situation, wo du für alle irgendwie da bist, aber irgendwie auch die Leute, die wirklich sehr, sehr teure Sachen machen wollen, die sagen, ich möchte wirklich den Experten haben, einfach abstößt. Also du stößt wirklich hochpreisige Kunden gehen nach unten. Du kannst dann vielleicht mit deiner Qualität noch punkten, kannst dann vielleicht sagen, okay, oh, das Kunde ist auch komplett neu. Du kannst vielleicht dann mit deiner Qualität punkten. Dann kannst du vielleicht sagen, okay, ich habe hier wirklich die besten Sachen, die ich mache. Ich habe einen super Service dahinter. Ich habe einen tollen Support dahinter. Nur letzten Endes bringt dir das gar nichts, wenn die Person sagt, ich möchte einfach eine absolute Top-Küche haben. Und da gehe ich halt nicht zum Schreiner, der alles macht, sondern da gehe ich zum Schreiner, der nur Küchen macht. Wird es irgendwo einen Schreinermeister geben bei den Regionen, der nur Küchen macht? Und dann gehen die Leute halt dahin und lassen da ihr Geld. Das heißt, du hast dann hier auch meistens noch tatsächlich ein Margenproblem. Also Marge ist natürlich dadurch nicht gut, weil du durch die fehlende Positionierung eben ja, nicht die Preise durchsetzen kannst, die ein Spezialisierter durchsetzen kann. Das ist das gleiche Thema, wenn du sagst, du gehst in einen normalen Supermarkt und kaufst da Fleisch oder du gehst zum Metzger und kaufst Fleisch. Du zahlst beim Metzger mehr. Aber du weißt ja halt auch, der ist auf Fleisch spezialisiert, der hat das Top-Fleisch da, der kriegt das Top zubereitet, der kriegt das Top hergestellt, ist auch das falsche Wort, verarbeitet, sage ich jetzt mal. Bei dem ist alles frisch, das passt alles, während es beim Supermarkt nicht der Fall ist. Da hast du einfach bestimmte Themen drin, wo du sagst, der ist Experte dafür, der wird das besser machen als die anderen, ne? Und das ist halt so ein Riesenthema.
was viele unterschätzen am Anfang, aber wenn du von Anfang an extrem breit in den Markt gehst, dann hast du zwar sehr schnell eine hohe Auslastung. Die hohe Auslastung bringt dir aber mittelfristig nichts, wenn du dafür dauerhaft immer die wichtigste Person selber bist. Und wenn du vor allem, das ist ja auch das Problem, wenn du es für alle alles anbietest, wenn auch weiterhin Leute kommen, die sagen, ja, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern das. Es werden ja nicht, niemals die spezialisierten Leute zu dir kommen, die sagen, ich hätte gern eine Küche. Ne? Wird es ab und an mal geben, aber es werden halt nicht viele sein. Es wird halt nicht so sein, dass du sagst, ich habe jetzt 90% Leute, die Küchen wollen. Nein, da werden 10% Küchen sein, 10% Möbel, 10% Betten, 10%, keine Ahnung, Carports, 10% Geländer vielleicht noch, 10% Treppen oder so. Das wird ganz, ganz divers sein. Und du wirst es niemals schaffen, da wirklich einen Grund reinzubringen. Und du hast noch ein Thema, wenn du nämlich Ware zukaufst, machen ja auch viele Schreinermeister, die kaufen ja Sachen zu, dann hast du auch niemals die Stückzahl, dass du wirklich Mengenrabatte bekommst. Auch da wieder so ein Thema. Also du merkst schon, es hat sehr viele Nachteile, sich nicht zu positionieren und sich von Anfang an zu positionieren. Sorgt im ersten Schritt dafür, dass du noch nicht voll ausgelastet bist. Sorgt dabei dafür, dass du mit wenig Aufträgen, weniger Zeitaufwand, normalerweise mehr Marge hast, weil du bist halt spezialisiert, und sich das auch sehr, sehr schnell steigert. Du brauchst vielleicht ein Vierteljahr länger, um ausgelastet zu sein komplett, oder vielleicht auch ein halbes Jahr länger als die anderen. Aber dafür hast du deine solide Grundlage, auf der du wirklich aufbauen kannst. Und ich merke gerade schon, weil mir ist dieses Thema ganz wichtig, weil viele achten da wirklich gar nicht drauf, dass das jetzt, das sind eigentlich drei Themen, die ich dir mitgeben wollte, dass das jetzt das ganze Video irgendwie eingenommen hat. Wir würden so machen. Ich teile das Ganze wieder in drei Parts, das kennst du ja schon von uns. Im nächsten Video kommt der zweite Part, der wichtig ist, und im dritten Video kommt der dritte Part. Und dann denke ich, sind wir da ganz gut aufgestellt. Dann kannst du ruhigen Gewissens trotzdem 2023 selbstständig machen. Und deswegen würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Das nächste Video wird dann in den nächsten Tagen veröffentlicht und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.